Ja. Geh. Ja. Borg, versprich. Nur borge nicht bei denen, die ich reich gemacht, denn borgen von diesen möchte wieder fordern heißen. Geh zu den Geizigsten. Die werden mir am liebsten leihen, denn sie wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Das Kleinste reicht. Und das Größte Weisheit. Was? Von einem Juden? Von einem Juden hätte ich das gesagt? Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt? Ja, von dem. Der, ja, ist endlich wieder heimgekommen. Den nannt einmal das Volk den Weisen. Den Reichen auch. Unsere Inszenierung spielt in Jerusalem. Dort ist Krieg. Die Meinungen und die Glaubensrichtungen prallen scheinbar unvereinbar aufeinander. Carsten Knödler, den wir alle aus Zittau noch kennen als Intendant, inszeniert hier. Und er hat diese Kriegssituation meiner Ansicht nach gemeinsam mit Frank Hennig, dem Bühnenbildner, sehr gut aufgefasst. Und das zeigt sich in dem zerbombten, zerschlagenen, zerschossenen Schachbrett, was bei uns auf der Bühne ist. Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte. Nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt, dass ich ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wann hat und wo die fromme Raserei, den besseren Gott zu haben und diesen Besseren der ganzen Welt als Besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als jetzt, wem jetzt die Schuppen nicht vom Auge fallen? Doch sei blind, wer will. Vergesst, was ich gesagt und lass mich. Kommt, wir müssen Freunde sein. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine verkennt man selten. Und das Seltene vergisst man schwerlich. Nathan, wir müssen Freunde werden. Sind es schon. Der Oberlausitzer Dichter Gotthold Ephraim Lessing hat 1779 Nathan der Weise geschrieben. Und da geht es um Menschlichkeit, da geht es um Aufklärung. Und es ist eigentlich erschreckend, aber auch sehr menschlich, glaube ich, vielleicht sogar etwas ermutigend, dass dieses Stück nach wie vor brisant ist, aktuell ist und einen Anlass hat. Und das ist letztendlich auch der Grund, weswegen wir das auf die Bühne gebracht haben. Du nennst dich Nathan. Ja? Den Weisen, Nathan. Nein. Nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe lange schon gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Und wenn es ihn zum Spott so nennte? Wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug, und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht? Auf seinen wahren Vorteil meinst du doch? Dann freilich wäre der Eigennützigste der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Des Menschen wahre Vorteile, die das Volk nicht kennt, kennst du, hast du zu kennen wenigstens gesucht. Das auch allein macht schon den Weisen.